Ja, einen wunderschönen guten Mittag, eigentlich schon, wollte ich gerade guten Morgen sagen, aber das ist ja nicht mehr. Und herzlich willkommen zur, ja, Makro-Addon-Interface, bla bla bla, Zusammenstellung für WoW Legion. Einige hatten mich darum gebeten und natürlich mache ich das auch. Ich hatte es sowieso vor, mal so eine komplette Zusammenfassung zu machen, wie ich jetzt mein Interface, wie gesagt, die Makros, die Add-ons und pipapo für Legion einrichte, einstelle und auch vielleicht neue Add-ons runterlade, etc. Und ich zeige euch das hier einfach. Bitte bedenkt vorab, bevor wir jetzt hier loslegen, zwei Kleinigkeiten. Erstens, mit dem Interface ist es immer eine sehr persönliche Geschichte. Also nehmt das jetzt nicht hier als Allround-Guide oder sowas, ne? Sondern es ist einfach so meine persönliche Einstellung. Die muss euch nicht gefallen, die kann euch gefallen. Also einfach mal berieseln lassen und überlegen, ob euch das vielleicht auch was bringt. Und wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung, weil ihr müsst letztendlich mit eurem Interface klarkommen. Dann macht ihr auch am meisten Damage, Heilung oder was auch immer ihr in WoW so tut. Und zweitens, einige Leute haben eine, so eine Naga-Maus, heißt das, glaube ich, wo sie quasi ihre Keybindings auf die Maus legen. Da ist dann wie so ein Nummernpad dran. Damit spiele ich nicht. Ich mag das nicht irgendwie mit dem Daumen, ich habe das mal probiert, ist nicht mein Fall. Ich spiele also mit der Tastatur. So, das vielleicht mal ganz grob und allgemein vorab. Ja, ich zeige euch jetzt das Ganze hier am Beispiel des Mages. Wir werden dann gleich noch ein paar andere Chars sehen. Und dann werdet ihr hoffentlich, also ich versuche so ein bisschen das Verständnis rüberzubringen, was bei diesem Interface und bei diesen Addons und so weiter, quasi wie das zusammenhängt und wo da die Logik dabei ist. Weil mir ist es immer wichtig, dass ein Add-on, Quatsch, ein Add-on, ein Interface logisch aufgebaut ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Interface ohne Ausnahme für jeden Charakter gleichermaßen gilt. Ihr werdet das gleich sehen, wo da die Logik steckt. Wir fangen einfach mal ganz grundsätzlich an mit den Add-ons, die wir haben. So, einige sind leider noch verbuggt, die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich hatte extra ein bisschen gewartet mit diesem Video in der Hoffnung, dass da nochmal entsprechende Änderungen gemacht werden, aber gut, ist noch nicht passiert bei allen. Auf jeden Fall, also zum Beispiel das Afdots, das ist jetzt hier für den Warlock speziell, das kann ich euch dann nachher mal zeigen, aber das ist wie gesagt leider noch verbuggt. Also fangen wir mal an mit Altaholic. Das ist ein Add-on, was euch Folgendes zeigt. Kann ich das hier sehen? Genau. Und zwar, ihr habt hier unten, wenn ihr auf einen Gegenstand geht, zum Beispiel jetzt im Inventar, dann habt ihr, unten steht jetzt Nardini in Blau und Alatos in Orange. Und da steht es eben da, wo das Ganze sich befindet. Das Gleiche haben wir nochmal oben bei Trade Skill Master Info. Das heißt, wir können das Trade Skill Master Info, habe ich noch gar nicht gemacht, kann ich gar nicht ausschalten jetzt hier in dem Falle. Das klappt aber nicht immer, dieses Trade Skill Master. Kommen wir dann gleich zu. Also auf jeden Fall, mit diesem Altaholic seht ihr, wenn ihr auf ein Item drauf geht, welcher Charakter, ihr müsst natürlich mit jedem einmal eingeloggt haben, wie viele davon hat und wo die sich befinden. So. Und auch insgesamt die Summe, die ihr davon im Besitz habt. Das ist so einfach ein bisschen Vereinfachung quasi, damit ihr nicht rumsuchen müsst, wo sich euer ganzer Scheiß so befindet. So. Da gibt es hier mehrere Dinge, also wie gesagt, ne, das ist ein Add-on. Dann haben wir Atlas Loot Enhanced. Das Problem am Atlas Loot Enhanced ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der noch, ob der jetzt so funktioniert. Warte mal. Legion ist schon drin, okay. Braucht man theoretisch nicht. Also der ist jetzt auch nicht aktuell, seht ihr ja. Der ist noch nicht funktionell. Das wird aber dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate natürlich noch gefixt. Theoretisch ist es unnötig, weil wir von Blizzard selber ein ganz ausgezeichnetes Interface haben. Nämlich, warte mal, kann ich gar nicht öffnen. Unter dem Abenteuerführer habt ihr zum Beispiel Schlachtzüge. Legion könnt ihr hier alles auswählen. Auch Classic ist jetzt drin. Alle Items sind darin enthalten. Ihr könnt das filtern nach der Klasse, nach dem Boss. Pipapo, kennt das sicherlich schon. Was hier aber leider fehlt, sind Berufe. Und auch so Weltgeschichten und so weiter. Und dafür ist eben Atlas Loot ganz interessant, weil wir hier einfach, wir haben hier die Fraktionen drin, wir haben PvP drin, Berufe, Sammlungen, Weltereignisse, das alles möglich enthalten mit der Ortsbeschreibung quasi, wo sich das Ganze da befindet. Es ist auch vernünftig sortiert. Wie gesagt, leider
aktuell noch verbuggt, beziehungsweise noch nicht auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe es auch meistens jetzt deaktiviert, weil öfter mal Fehlermeldungen so reinploppen, die einfach nerven. So. Dann haben wir Auktionator. Das kann ich euch mal eben zeigen. Wir gehen mal nach Eisenschmiede. Die meisten kennen das schon, aber wir wollen es ja der Vollständigkeit halber einfach mal mit dabei haben. Lalalala. Es gibt viele verschiedene Auktions-Addons, in meinem Fall jetzt eben Auktionator. Muss man nicht benutzen, man kann das auch ohne machen, aber Auktionator hat ein paar Vorteile, die ich euch eben zeigen will. Und, gucken wir mal eben durch. Also, wir gehen zum Auktionstypen und haben hier unten dann drei neue Buttons. Wir können kaufen, hier bestimmte Listen uns anlegen, ja, können quasi mehrere Items in eine Liste reinpacken. Kürzliches Suchen ist so eine Standardliste, da seht ihr immer, was zuletzt quasi gesucht wurde. Und ihr könnt hier oben zum Beispiel auch eingeben, Trank, der, was weiß ich, ne? Und dann sucht der jetzt hier relativ lange die ganzen Seiten. Das ist der Haken an dem Addon. Gerade auf einem vollen Server wie Blackmore dauert das hier sehr, sehr lange. Deswegen breche ich das auch ab. Das Schöne ist, ihr bekommt dann einfach eine relativ coole Liste. Warte mal. Foliant des Klaren. Das sind 5 Seiten, das geht ein bisschen schneller. Lalalala. So, dann bekommt ihr hier eine Liste. Und seht gleich sofort, okay, was ist am günstigsten? 6A20, Itempreis, also seht ihr hier den Preis pro Stück und rechts den Preis pro Stack. Ihr habt auch hier so eine History, da seht ihr auch, an welchen Tagen es wie viel gekostet hat. Da seht ihr also, ist es heute gerade in Relation zur Woche quasi günstig oder teuer oder normal und so weiter und so fort. So, verkaufen könnt ihr natürlich darüber auch. Könnt ihr hier reinziehen. Gut, das geht jetzt hier nicht. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ich habe gar nichts zum Verkaufen, ne? Also ihr könnt das hier reinziehen und dann seht ihr hier, also hier unten eine Liste mit den Items gleich aufgelistet, wie viele zu welchem Preis drin sind. Das zeige ich euch dann gleich nochmal beim anderen Charakter. Das ist relativ gut. Und wenn ihr auf mehr drückt, seht ihr hier quasi eure Liste mit welchen, also welche Sachen gerade im Aha sind. Könnt ihr auf Unterboten klicken und dann seht ihr dann einen grünen Haken oder ein rotes X. Und könnt also checken mit einem Button, ob ihr noch der günstigste Anbieter seid oder nicht. So, weiter geht's. Also das ist halt nur für Auktionen, ne? Dann haben wir eines der wichtigsten Addons von meinem Interface, Bartender. Und zwar, wir haben jetzt hier unten... Das Interface bei mir besteht im Prinzip aus 3 Aktionsleisten. Ich zeige euch das mal eben. Ey, warte, was war Atlas Loot? So, das sind meine Leisten. Bartender gibt euch die Möglichkeit, für die, die es nicht kennen, ne? Die meisten werden es kennen, euer Interface komplett, also gerade eben die ganzen Leisten komplett zu verändern. Also ich habe hier zum Beispiel dieses Mikromenü hier ganz nach links geschoben, weil ich das quasi nie benutze. Die Taschenleiste ist hier ganz rechts, ne? Links, rechts, so ein bisschen logisch aufgeteilt. Dann haben wir verschiedene Leisten, die ich mir eingeblendet habe. Leiste 3, Leiste 4, hier unten so als eine halbe Leiste für irgendwelche Specials, also so, keine Ahnung, Spielzeuge oder Berufskram, etc., was eben jetzt hier in das normale Interface nicht reingehört oder auch nicht mehr reinpasst. Nutze ich jetzt hier gerade gar nicht beim Mage. Moment kurz. So. Dann haben wir die Leiste 1. Das ist die ganz normale Aktionsleiste. Dann haben wir die Leiste 6 hier in meinem Fall. Das ist aber egal, die Nummer. Und die Leiste 2. Wie gesagt, dazu komme ich dann gleich später nochmal. Wir haben hier die Begleiterleiste. Wir haben hier unsere Aktionsbuttons für Fahrzeuge oder für irgendwelche Special-Geschichten. Also wie gesagt, da könnt ihr euch das Interface ein bisschen anders strukturieren, so wie ich das ja auch gemacht habe. Ihr könnt darüber hinaus Leisten deaktivieren, die ihr nicht braucht. Ihr habt auch mehr Leisten, wenn ihr noch mehr brauchen solltet. Wir haben eine Rufleiste, die können wir aktivieren. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt auftaucht. Transparenz. Weiß ich jetzt gar nicht, wo ist denn die? Achso, weil ich gar keine Fraktion, ne?
Als Erfahrungstaste anzeigen, glaube ich, muss man machen. Ah ja, da ist sie. Genau. Skalierung. Könnt ihr euch ja so eine Rufleiste einblenden und könnt die natürlich auch mit Linksklick darauf, könnt ihr die verschieben, könnt ihr euch irgendwo hinziehen, wo ihr wollt. Ich habe es meistens dann hier oben irgendwo. Also das gibt's alles, gar kein Problem. Die benutze ich aber nicht. Zeige ich euch auch gleich, warum. Macht ihr das wieder weg. So. Ja, ansonsten, ihr könnt auch diese komische Kunstleiste hier deaktivieren. Das ist dieses normale Teil, ne, was wir hier unten haben. Wer das nicht mag, ich mag es nämlich nicht, deswegen habe ich es deaktiviert. Einfach um ein bisschen mehr Freiraum im Interface zu haben. Erfahrungsklasse gibt es natürlich auch. Wie gesagt, brauchen wir aber alles nicht hier in meinem Interface. Komme ich aber gleich nochmal zu. Warum? Artefaktmachtleiste, die ist auch schon dabei, das ist ja interessant. Aber die haben wir natürlich noch nicht, weil wir noch kein Artefakt haben. Werden wir aber auch wahrscheinlich nicht brauchen. Gut, vielleicht mal so viel zu Bartender erstmal. Wir gehen gleich nochmal ins Detail bei diesen Geschichten. Dann haben wir den Cross-Realm Assist. Ein sehr, sehr wichtiges Addon nach meiner Sicht, weil jetzt werden einige natürlich sagen: Oh, du Vollidiot, du Arschloch, bla bla bla. Aber Blizzard gibt die Möglichkeit, und auch wenn es nicht gerade schicki ist, es ist teilweise echt super hilfreich. Ich zeig's euch, ich nutze es auch hin und wieder. Und zwar, ihr könnt. Da habt ihr hier oben so einen Button. Draufdrücken. Und jetzt könnt ihr hier mit diesem Fensterchen Quick Join machen. Jetzt kommt ihr in eine random Gruppe rein. Zum Beispiel irgendeine Weltboss-Gruppe. Drückt jetzt mal drauf. Ja. So. Und jetzt seid ihr in irgendeiner Gruppe. Keine Ahnung. Und habt quasi den Realm gewechselt. Das ist interessant für das Abfarmen von Rare Mobs. Ihr müsst aber bitte eines beachten. Die Leute hassen euch dafür. Weil ihr nämlich Serverhopper seid. Ihr switcht durch die Server und nutzt quasi irgendwelche Gruppen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Ich finde es auch nicht so besonders Premium. Ich hoffe, dass da nochmal irgendwas passiert. Aber solange es da ist, ist es halt wirklich mega hilfreich. Mit einem Button könnt ihr halt Gruppen joinen und verlassen. So, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ist halt einfach zum Serverhoppen da. Dann haben wir Datascore. Das ist, warte mal. Brauchen wir gar nicht hier. Können wir direkt wegmachen. Das ist noch ein altes Addon. Ich habe noch nicht alles gelöscht, was alt ist. Aber ich gehe jetzt auch nur auf die Sachen ein, die neu sind. So, Add-ons. Lalalala. Ach so, das war hier von Alteholic. Ja. Gut, machen wir es eben doch wieder an. Halt blöd, dass das nicht mit dabei steht. Naja, egal. So. Also ist es halt kein extra Addon, das gehört hier einfach zu dem Alteholic hier oben mit dazu. So, dann haben wir Details. Details ist ein Damage-Meter, was ich euch mal eben zeigen will. Das kennen, glaube ich, noch nicht allzu viele, ist es aber sehr, sehr interessant. Weil dieses Addon deutlich mehr zeigen kann als zum Beispiel Skada. Und ich finde es auch ein bisschen übersichtlicher als Skada. Zunächst mal seht ihr hier, genauso wie auch in Skada, die Klassenfarbe. Ihr seht den Spec direkt mit dem kleinen, leider etwas unscharfen Symbol. Das ist noch ein bisschen buggy, das wird nochmal gefixt, wahrscheinlich vor Legion. Und haben wir noch einen zweiten Mage hier drin, leider nicht. Ihr könntet theoretisch, wenn jetzt hier noch ein zweiter Mage wäre, könntet ihr euch mit ihm direkt vergleichen. Kann ich jetzt hier nicht machen, weil ich habe jetzt nur mich hier drinne. Aber ihr seht hier eben sofort auf einen Blick relativ einfach und schön übersichtlich, welche Fähigkeiten hat er benutzt, wie viel Schaden haben die gemacht, wie viele Male, wie viele Crits, wie viele normale Treffer und so weiter. Ihr seht, auf welche Ziele quasi dieser Damage verteilt wurde. Und ihr könnt dann noch eine ganze Menge mehr machen. Da müsst ihr auch mal selber gucken. Da gibt es eine ganze Menge Kram, was ihr da einstellen könnt. Ihr könnt das auch relativ schick nach oben ziehen und euch die Liste mal kurz so, ah, okay, ich bin quasi auf Platz 20, zack, weg. Ist ziemlich cool gemacht. Und es ist vor allem auch super leicht einzurichten, weil ihr habt am Anfang gleich so ein Tutorial, was euch einmal durchführt, und dann passt das eigentlich schon. Dann müsst ihr noch mal ein bisschen Feinheiten einstellen und so weiter. Aber egal, ansonsten nutzt ihr halt Skada. Also Damage Meter ist, denke ich mal, ein Pflicht-Addon für alle WoW-Spieler, und mich wundert bis heute, dass Blizzard ein Damage Meter nicht als Standard eingeführt hat. Aber gut, irgendeinen Sinn wird es wohl haben, man weiß es nicht. So, dann haben wir Gladiator Los SA. Da geht es im Prinzip um
Also es geht eigentlich nur um PvP hier. Ihr hört, was der Gegner an Fähigkeiten einsetzt und wann diese Fähigkeiten, wenn es zum Beispiel eine Anti-Magic-Bubble vom Todesritter ist, wann die aufhört. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, im PvP. ja. Damit ihr einfach wisst, okay, der Eisberg ist jetzt weg und so. Das macht es euch doch wesentlich angenehmer. Es zeigt euch aber, oder es spricht mit euch nur dann, wenn ihr das Ziel im Target habt. Wenn ihr es nicht im Target habt, dann wird es euch nicht helfen. Da hat Blizzard irgendeine Mechanik eingebaut, dass solche Sachen nicht im Hintergrund geladen werden. So, dann haben wir Gladius. Das kennen die meisten. Das ist hier rechts so ein Arena-Interface. Auch nur, ist auch für PvP gedacht. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ich denke mal, Gladius sollte eigentlich jeder kennen. Da seht ihr halt so Insignie oder Fähigkeiten, Cooldowns, wann die ready sind und so weiter. Dann haben wir hier Nice Damage. Das ist einfach so eine optische Geschichte. Kann ich euch mal eben zeigen. Einfach die Schadenszahlen anders aussehen. Bisschen geiler. Gerade auch Crits sind ein bisschen fetter. Pam. Ist einfach eine andere Schriftart. So. Dann geht's weiter mit O-Gear. Eins meiner Lieblings-Addons. Und zwar, dieses Addon zeigt euch bei euch selber viele Sachen an, wenn ihr auf C drückt oder also in eurem Charaktermenü reingeht. Ihr seht auf einen Blick direkt bei jedem Item das Item-Level. Ihr seht, ob es verzaubert ist oder nicht. In meinem Fall jetzt alles hier grau hinterlegt, also ist es nicht verzaubert. Oh, oh, oh. Und ihr seht das auch, warte mal. Ich brauche mal kurz irgendeinen anderen Typen hier, warte mal. Ihr seht das auch bei Verbündeten. Mal hier irgendwen an. Müsst ihr ins Target nehmen, betrachten und dann seht ihr auch bei ihm sofort quasi, in welchem Slot er was hat, was davon verzaubert ist. Hier bei ihm leuchtet es, ne? Seht ihr nochmal den Unterschied? Genau. Das ist relativ gut. Ihr seht hier unten ein AVG-Item-Level, also quasi das Durchschnitts-Item-Level. Könnt ihr auch hier ausschalten, wenn euch das stören sollte. Ich finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil es macht es einfach ein bisschen einfacher, auf einen Blick gleich zu sehen, was man für Items hat und eben gerade dieser Part mit den Verzauberungen gilt übrigens auch für Sockel. Da sieht man gleich, okay, der hat was vergessen. So, Addons. Dann haben wir One Back. Auch ein sehr, sehr wichtiges Addon für mich zumindest. Das ist das hier. Ihr habt quasi einen wunderschönen Komplettrucksack. Der ist von der Sortierung her genauso wie eure Taschen, also das hier oben ist quasi die Standardtasche und dann kommen der Reihe nach die anderen Taschen so runterwärts. Ihr könnt, habt hier eine Suchfunktion, ihr habt hier auch die normale Aufräumfunktion und so weiter und ihr könnt hier oben euch auch die Taschen einzeln quasi anzeigen lassen und die auch markieren. Ja. Ist ganz nett gemacht, benutze ich jetzt schon eine ganze Weile, habt ihr auch schon zigtausendmal gesehen. Muss man halt mögen, aber ich denke, so ein komplett Tascheninterface ist gar nicht mal so schlecht. So, dann geht's weiter. Was haben wir noch? Wir haben Pret, ein Chat-Add-on, weil ich gerne die Klassenfarben sehe, bei den Leuten, die hier irgendwas posten. Ich kann hier auch die Schriftart ändern, habe ich auch gemacht, ist ein bisschen eine schickere Schriftart. Ich kann das Fenster besser skalieren für meine Verhältnisse und ich kann vor allem, und das ist der wichtigste Punkt, links direkt anklicken, kann die, kriege ich um ein extra Fenster, kann die daraus kopieren und im Browser einfügen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier meine Gilde schreibe, www.google.de, oh, warte mal, http://www.google.de, geht das jetzt? Ah, ich weiß nicht genau, wie die, warte mal, wir nehmen mal irgendeinen anderen Link, Sekunde eben. Nehmen mal irgendwas hier. Warte, Motorrad hier unten vor der Straße. So, Sekunde. Geht das jetzt hier? Ja, das ist jetzt zum Beispiel hier mein YouTube-Kanal. Den kann ich jetzt hier... Warte mal kurz. Diese scheiß lauten Drecksmotorräder. Ich hasse Motorräder. Alter, ist das laut. Verzeihung, Freunde. Also, ich kann den Link hier jetzt direkt anklicken. Jetzt, das ist also die normale Formatierung. Und habe hier oben das Fenster. Das kann ich hier kopieren, also strg.c machen, annehmen. Und dann kann ich das jetzt im Browser einfügen und mich selber abonnieren, wenn ich das möchte. Könnt ihr auch gerne tun. So, bisschen Eigenwerbung hier an der Stelle. Addons. Das ist halt dafür gedacht. PvP-Sound.
eins meiner Lieblings-Addons. Das macht dieses First Blood oder Multikill oder Monsterkill im PvP. Ist gerade leider verbuggt, weil es halt einfach noch nicht ready for Legion ist. Finde ich aber immer wieder lustig. So, dann ein ganz, ganz wichtiges Addon, Quarz. Quarz ist das Addon für die Zauberleiste. Quarz. Da könnt ihr euch die Zauberleisten komplett irgendwo anders hinschieben. Ihr seht jetzt hier, meine ist hier unten recht fett. Ihr könnt die Größe ändern, ihr könnt die Farbe ändern, ihr könnt alles ändern. Vom Fokus habe ich sie oben drüber, weil mein Fokus-Target ist nämlich hier. Ne, Zauberleiste vom Fokus, gerade interessant im PvP. Wenn du einen Heiler im Fokus nimmst, siehst du sofort, wenn er irgendwas heilt. Also den Zauber halt. Vom Target sehe ich es auch und so weiter. Ihr könnt das verschieben, wo ihr wollt. Ich mache es jetzt nicht, damit es nicht wieder verwurstelt ist. Genau. Fixieren. Warte mal, Quarz. Also ihr seht schon, ihr könnt hier eine ganze Menge einstellen, ihr könnt euch die Profile anlegen und pipapo. Also da ist eine ganze Menge möglich. Es ist extrem komplex, aber im Prinzip relativ simpel wiederum. Gut. Und das sieht dann so hier aus. Ich mache mal einen Ruhestein, ne? Habt ihr das schon gesehen. Einfach ein richtig schicker Zauberbalken. Gerade für die etwas langsameren unter euch ist das interessant, weil ihr könnt den Zauberbalken eben auch größer ziehen. Dann habt ihr eine bessere Reaktionszeit auf euch selbst, ne? Weil einfach ein größerer Balken ist, der einfach ein bisschen länger braucht, bis er durch ist. So. Dann haben wir Cell Junk. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt. Das ist einfach nur ein kleines Add-on. Haben wir hier irgendwo einen Händler? Da. Willkommen. Hallo, Brotverkäuferin. Habe ich hier oben einen Button, Ramsch verkaufen. Und dann verkauft ihr im Prinzip alles, was Blizzard mit so einer Münze markiert. Und, / Sell Junk. Ihr könnt darüber hinaus einen Gegenstand nehmen. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte diesen Gegenstand hinzufügen. Dann ziehe ich den einfach hier hinein. Zack. Jetzt wurde das hier hinzugefügt. So, wenn ich jetzt hier oben auf Ramsch verkaufen klicke, verkauft er das für mich. Das ist interessant, das muss man sich eben einmal einrichten, ne? Aber wenn ihr zum Beispiel jede Woche irgendwelche alten Raids abfarmt, dann habt ihr irgendwas im Inventar immer voll mit irgendwelchen Scheiß. Dann müsst ihr euch eben einmal die Arbeit machen, alles reinpacken und irgendwann habt ihr die Liste komplett. Und dann geht ihr einfach nur zum Händler, drückt einmal auf Ramsch verkaufen und das Inventar ist leer. So, und ihr verkauft nicht aus in irgendwas anderes. Ihr könnt auch Gegenstände wieder da raus entfernen und so weiter. Das macht das Leben einfach ein bisschen angenehmer. So, weiter geht's. Addons. Sexy Map. Ist einfach eine optische Geschichte. Ich mag diese Rune. Und hier oben bei der Minimap. Und ich mag es, dass die ganzen Symbole versteckt werden, wenn ich nicht draufgehe. Außerdem könnt ihr sinnlosen Kram ausblenden, den ihr nicht haben wollt. Ihr seht ja hier oben, ich habe hier oben so eine Leiste. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, ich brauche hier unten wieder eine Uhrzeit, noch eine Position, noch anderen Kram und habe einfach mehr Platz für meine Add-on-Buttons. Deswegen Sexy Map. So, dann habe ich als Unit Frame Add-on Shadow Unit Frames. Das sind diese hier. / SUF. Könnt ihr sehr, sehr viel einstellen. Also, da müsst ihr wirklich ein bisschen rumprobieren, wie euch das gefällt. Ihr könnt das mit diesem Button hier oben sperren, entsperren. Seht ihr ja, so ist es mein Interface. Hier oben ist das Boss-Ding. Das kann ich einfach hinschieben, wohin ich will. Dann habe ich mich selber hier mein Ziel, Ziel des Ziels, Fokus-Ziel. Hier oben ist mein Begleiter. Und ich kann auch viel, viel mehr einblenden, wenn ich das will. Die Gruppe und den Schlachtzug habe ich nicht darüber laufen, weil das gefällt mir optisch nicht. Ich nutze das normale Blizzard-Standard-Interface für Gruppen und Schlachtzüge. So. Also im Prinzip einfach nur für diese Unit-Frames ganz normal. Ein Addon ist so ein bisschen wie X-Pearl. Nur ich finde das hier besser, weil ich kann mir hier einfach mehr anzeigen lassen. Finde ich einfach cooler. Und ich habe auch die Klassenfarben sofort mit dabei. So. Dann geht's weiter mit Tidy Plates. Da habe ich schon mal vieles zu gesagt. Für mich das Wichtigste, ja, eigentlich schon das wichtigste Addon, was ich so benutze, weil ich kann mir einfach damit unglaubliches Leben erleichtern. Zunächst mal. Warte mal, Addons, nee, warte mal, Interface, wo war das jetzt hier? Addons, genau. Tidy Plates. Ich habe hier oben zunächst mal verschiedene Themen. Ich nutze das Grey Team, weil mir das am besten gefällt optisch. Gibt noch andere, kann auch Neon nehmen, das sieht so aus. Graphit, da sieht es so ganz klein aus. Oder Quadre, sieht so aus. Wie gesagt, ich nutze Grey.
Und das Interessante ist dabei folgendes. Ihr seht zunächst einmal die Farbe eures Ziels, und zwar in Form eines Nameplates. Also das ist jetzt ein gelbes Ziel, also ein neutrales Ziel. Also hat es einen gelben Life-Balken. Wenn es jetzt ein feindliches Ziel wäre, hätte es einen roten Life-Balken. Wenn es ein PvP-Charakter ist, zum Beispiel sagen wir, es wäre jetzt ein Ork-Jäger, dann hat es die Klassenfarbe. Das heißt, ihr seht schon von Weitem, welche Klasse das ist. Braucht nicht erst anklicken und gucken, was ist denn das für eine Klasse? Und ihr seht es einfach anhand der Farbe. Nämlich wäre das dann grün. Und das Beste überhaupt an diesem Addon ist, ihr seht auf den Nameplates die Dots oder Debuffs laufen. Gut, das ist jetzt kein Debuff. Wir müssen mal... Ja, ich mache einfach mal ein Slow hier. Chuck. Achso, das ist eine Bosspuppe, sorry. Da geht's natürlich nicht. So. Und dann seht ihr hier oben mit Zeitangabe euren Dot oder euren Debuff laufen. Und das seht ihr bei allen Zielen. Also ich kann es hier auf mehreren Zielen diesen Slow draufpacken und ich sehe, ich habe immer im Blick quasi sofort, okay, das läuft noch so und so lange. Hier läuft es gleich aus, also kann ich erneuern. Ist vor allem interessant für PvP natürlich. Aber ich glaube auch im Raid interessant, gerade für einen Dotlock zum Beispiel, du hast es einfach besser im Blick, wo was läuft. Gerade wenn man das ein bisschen rauszoomt, sieht man das alles sehr, sehr gut, sehr, sehr übersichtlich. Und ich kann auch nichts im Target haben, ich sehe es trotzdem. Ne? Gut. Ansonsten, ja, Final Plates brauche ich sonst, glaube ich, gar nichts sagen. Dann haben wir jetzt hier noch Titan Panel, das ist das Ding hier oben. Das ist einfach so eine Leiste mit so verschiedenen Infos. Da könnt ihr euch selber einstellen, was ihr da sehen wollt. In meinem Fall jetzt hier rechts die Uhrzeit, links die Position. Hier habe ich so eine XP-Anzeige, um so ein bisschen eine Idee zu haben beim Hochleveln, wann ich quasi Max-Level bin oder das nächste Level erreiche. Meine Gold-Anzeige. Was hier nicht dabei ist, ist leider die Gildenbank, das ist ein bisschen schade. Dann die Taschenanzeige, wie viel Platz ich noch habe. Und meine Haltbarkeit inklusive der Repkosten. Das ist einfach so eine optische Geschichte, mir gefällt es einfach gut, so eine Leiste oben zu haben. Die ist so ein bisschen transparent auch. Seht ihr hier die Kisten durch gucken. Schräubchen möchte ein Portal. Wo ist denn der? Warte mal. Null Spieler gesamt. Ja klar, mache ich doch. Kein Problem. Einladen. Muss er halt zu mir kommen. Wir sind doch ein netter Spieler. Ich glaube, es buggt das gerade wieder rum mit dem komischen X-Realm-Kram hier in Eisenschmiede. Naja, ich mache es weiter. Mal gucken, ob er annimmt. Nee, ist nicht auffindbar. Bist leider... Warte, nicht auf... Bar. So, Addons. Was haben wir noch? Trade Skill Master habe ich schon erwähnt. Hier vor dir. Konnte dich nicht inven. So, dann machen wir immer fix ein Portal. Ja, ist der bei mir in der Gruppe? Na egal. Portal nach Sturmwind. So. Na los. Hier seht ihr auch nochmal die Klassenfarbe, ne? Jetzt hier vom Hunter zum Beispiel. Gerne. So. Addons. So, da habe ich mal ganz kurz einen kleinen Schnitt gemacht. Musste was fix erledigen. Wir waren stehen geblieben bei Trade Skill Master. Das Addon hatte ich lange Zeit mal genutzt für so Auktionsverkäufe. Könnt ihr euch gerne mal in Ruhe angucken. Ich finde es mega nervig. Aber was wiederum schön ist, ist das Trade Skill Master Mailing. Und nur deshalb nutze ich dieses Addon noch. Vielleicht schmeiße ich es auch demnächst mal weg. Ich zeige es euch einfach trotzdem mal. Es hat nämlich einen schönen Vorteil. Und zwar, wir gehen mal zum Briefkasten. So. Ich habe gar keine Musik an, merke ich gerade. Warte mal. Sieg, das hat sonst ganz langweilig im Video, hä? So, warte. Also, Briefkasten. Und das sieht dann so aus. Und zwar, ihr habt dann hier eine übersichtliche Geschichte mit euren ganzen Auktionsgeschichten zum Beispiel. Und ihr habt Open All Mail, also ihr könnt mit einem Button automatisch alle Post öffnen. Das dauert dann einen kleinen Moment und habt da alles im Inventar. Und wenn der Briefkasten voll wäre und dann noch mehr Nachrichten quasi kommen könnten, dann habt ihr automatisch hier unten einen Button, quasi Reload-Interface. Da könnt ihr halt schnell quasi euren Briefkasten hier, ja,
Lehren, sozusagen. Ich finde das ganz übersichtlich gemacht, finde ich ganz schicki. So, aber wie gesagt, ist nicht zwingend notwendig, es ist halt einfach nur ein bisschen Vereinfachung. Deadly Boss Mods, denke ich mal, ist klar, brauche ich jetzt nichts zu sagen. Ist das letzte Addon hier einfach für die Boss-Timer, pipapo. Gilt auch für die alten Geschichten und auch PvP. Hier ist der PvP-Bereich. Ich habe es wieder deaktiviert, weil es aber rumbuggt. Oder ist es deaktiviert? Ach nee, ich habe es wieder aktiviert, aber aktuell läuft es bei mir nicht so wirklich sauber. Da muss nochmal ein Update kommen. Der PvP-Dings ist ganz interessant, weil ihr habt dann diese Timer oder auch die Live-Balken von einem Tor oder so, ne? Ist ganz interessant für PvP. So, vielleicht erstmal das alles ganz grob zu den Add-ons. Ich denke mal, wir haben auch jetzt nichts vergessen. Was natürlich immer noch wichtig ist bei Add-ons, wenn ihr dann raiden solltet später in Legion. Es gibt immer noch bestimmte Add-ons, die man dann so temporär braucht. Also es gibt zum Beispiel jetzt aktuell den Iskra-Assist. Das ist ein Add-on, wo ihr euch den Boss etwas einfacher machen könnt. Fragt euren Raid-Lead, was der noch an Addons verlangt von euch, was ist Pflicht. Übertreibt es nicht mit den Addons, weil die kosten natürlich auch alle ein bisschen RAM. Wobei das nicht wirklich viel ist. Also meine ganzen Addons brauchen jetzt 70 MB RAM. Es ist relativ egal. Außer ihr habt ein Handy oder so, wo ihr drauf zockt. Ich weiß es nicht. Also normalerweise heutzutage ist es nichts mehr wert. Die 70 MB. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht. Soll ich noch irgendwas Wichtiges? Habe ich noch irgendwas vergessen? Den Addons jetzt erstmal? Nö, ne? Eigentlich nicht. Überlegen. Nee, ich denke mal, dann sehen wir uns dann gleich wieder im zweiten Teil, wo ich dann ganz konkret drauf eingehe, was für Keybindings ich hier habe, warum die so sind, wie sie sind und wie das Interface jetzt hier, also geht es dann im nächsten Teil quasi um diesen Part hier unten, warum das alles so ist, wie es ist und wie das funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hilft diese kleine Addon-Auflistung und wir sehen uns dann gleich wieder. So, willkommen zu Teil 2. Jetzt wird es eventuell ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, ich krieg's vernünftig hin, euch das jetzt zu erklären, wie das jetzt alles so gedacht und gemeint ist. Ich habe jetzt mal ganz kurz hier auf den Warlock gelockt, in der Hoffnung, dass AFDOTS geht, aber es geht nicht. Ich sag's euch einfach, wie es ist. Also, AFDOTS ist ein Addon, das zeigt euch einfach eure Dots an. Ist so eine kleine Dot, so ein kleiner Dot-Tracker quasi, so groß ungefähr, wie meine Maus hier gerade zeigt. Und den habe ich mir normalerweise hier über mein Charakterfenster drüber gezogen oder drunter. Und da sehe ich immer, wie lange das noch läuft. Und das Schöne dabei ist, es zeigt mir auch an, ab wann es Sinn macht, den Dot schon zu erneuern. Also ab wann es quasi kein Damage-Verlust mehr ist, den Dot zu erneuern. Ist sehr wichtig für Dot-Locks, geht aber aktuell leider nicht. Müssen wir mal abwarten, wann das wieder funktioniert. So, also jetzt soll es, wie gesagt, im Teil 2 um das Interface insgesamt gehen, also um diesen Part hier unten. Ich versuche euch das zu erklären, nochmal vielleicht vorab, das, was ich jetzt sage, gilt für alle Charaktere gleichermaßen. Also das ist ein quasi ein Allrounder-Interface, was ohne größere Probleme, sage ich mal, für alle Chars einzustellen ist. Das macht auch Sinn, weil ich bin der Meinung, wenn man sich ein neues Interface zusammenbaut, ich meine, das ist jetzt nicht neu für mich, das ist schon relativ lange jetzt so, aber wenn ihr das so einstellen wollt, dann macht das bei allen Chars genauso. Dann lernt ihr es auch am besten, wenn ihr mal umloggt und dann müsst ihr es bei jedem Char immer gleichermaßen machen. Dann ist es einfach leichter dann irgendwann im Kopf. Also, fangen wir mal ganz easy an. Wir fangen mal hier mit der mittleren Leiste an. Also, die mittlere Leiste geht im Prinzip erstmal bis zur Taste 5. Liegt einfach daran, dass ich nicht bis Taste 6 klicken kann mit der Hand. Also, wenn ich hier mit WASD rumlaufe, dann ist die 6 einfach zu weit entfernt für meine Hand. Ich würde zwar noch hinkommen, aber es ist dann schon wirklich ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich die 6 gar nicht mehr drin. Das könnt ihr euch einstellen. Tastaturbelegung, Aktionsleiste, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seht, die 6 ist gar nicht belegt. Brauche ich nicht. Stattdessen habe ich hier auf der 6 quasi Alt 1. Auf der 7 habe ich Alt 3. Ne, wird hier auch so angezeigt von Bartender. Und der Rest hinten ist dann nicht mehr belegt, weil ich das, also mehr ist einfach nicht notwendig. Also quasi geht die erste Leiste hier von 1 bis Alt 3. So. Die Tasten 1 bis 5
sind meine Standard-Rota. Jetzt mit Legion, ich habe es bei allen Chars eingestellt, ist es auch Fakt so, dass ihr mehr nicht braucht. Also ihr habt bei keiner Klasse wirklich relevant fünf, also mehr als fünf Fähigkeiten, die ihr in der Standard-Rota benutzt. Also ich habe hier ist die 1, ist hier der Dämonenblitz, auf der 2 ist die Hand von Gul'dan, 3 ist jetzt hier Schreckenspirscher rufen, 4 ist Buffen und die 5 ist der AOE-Button. Auch das ist bei allen Klassen, oder sagen wir mal bei fast allen Klassen gleich, dass auf der 5 der AOE ist. Dann haben wir direkt darunter liegend Shift 1 bis Shift 5. Auch das ist in der Tastaturbelegung so. Das ist bei weiteren Aktionsleisten, glaube ich. Warte mal. Nee, dann ist es hier bei Bartender. Genau. Shift 1 bis Shift 5 belegt. Das ist im Prinzip so gedacht, dass die Special-Fähigkeiten, die hin und wieder mal relevant sind in der Rota, aber jetzt nicht zum Standard gehören, mit Shift 1 bis Shift 5 benutzbar sind. Dazu gehört eben jetzt hier der Blutsauger zum Beispiel. Wenn wir uns mal heilen müssen, kann ich einfach Shift 1 drücken und dann geht das los. Auf Shift 2 ist es hier die Höllenbestie, weil ich mit dem Hexer hin und wieder PvP mache und diesen Stun einfach gerne nutze. Ne? Brauche ich nicht erst hier rumklicken. Auf Shift 3 wäre jetzt die Verdammniswache für PvP für PvE natürlich dann gedacht. Auf Shift 4 wäre Verbannen. Da kann ich halt einen Dämon einfach so klack, verbannen, relativ easy. Und auf Shift 5 ist die Dämonensklave. Braucht man zwar nicht wirklich häufig, aber wenn es Shift 5 ist, ist es auch nicht so easy zu klicken mit der Tastatur. Also kleiner Finger auf Shift, Zeigefinger auf der 5. Das geht aber gerade noch so. So, diese Systematik ist bei all meinen Chars dieselbe. Ich kann jetzt mal gleich umloggen, dann zeige ich euch das. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Ach, ich bin auch Infight. Hasse diese blöden Tankpuppen. Warum? Was ist daran so schwer zu patchen, dass die Tankpuppen die Akku nach 5 Sekunden verlieren? Verstehe das nicht. Ja, guckt euch das an. Okay, warte. Ich glaube, jetzt sind wir out of fight. Ich logge jetzt mal auf irgendeinen beliebigen anderen Char um. Nehmen wir mal einen DK hier zum Beispiel. Ihr werdet gleich sehen, dass das genau dieselbe Systematik im Prinzip ist. Wobei beim DK ist es sogar noch ein bisschen anders, weil der DK weniger Fähigkeiten hat. So, ihr seht hier auf der 1, also 1 bis 5 quasi, die Standard-Rota. Auf der 5 ist hier wieder der AOE. Dann haben wir Shift 1, Shift 2 und Shift 3 für die Off-CDs, Shift 4 für den Todesstoß, Shift 5, um quasi ohne großartig irgendeinen Griff zu machen, jemanden zu retzen, könnte ich es auch woanders hinschieben, aber ich habe es einfach mal hier hingepackt. Müsst ihr halt selber ein bisschen überlegen, wie ihr das gerne mögt. Also diese Systematik ist immer dieselbe. Ich kann das nochmal auf einen anderen Char umlocken, mache ich auch mal, damit ihr das auch nochmal seht. Beim dritten, alle guten Dinge sind ja immer drei. Nehmen wir mal den Parler jetzt hier als Beispiel. Wie gesagt, es ist bei allen genau das gleiche Schema. Es ist komplett identisch. Ja. Hier 1 ist Eifer, auf der 2, gut, ist es hier ein AOE, aber das liegt am Talent. Wenn ich das jetzt nämlich ändere, ist es nämlich ein Single-Target. Ne? Auf der 3 ist das Richturteil, auf der 4 ist Single-Target und auf der 5 ist wieder der AOE. Ist bei allen Chars genau gleich, es sei denn, sie haben wirklich mal kein AOE, aber da fällt mir spontan gar niemand ein. Und auf den Shift 1 bis Shift 5 Tasten sind dann wieder so, sagen wir mal, Fähigkeiten, die jetzt in der Rota eine Rolle spielen können, aber nicht zwingend müssen. Hier beim Parler habe ich auf Shift 5 noch die Buffs gelegt. Weil ich nicht immer klicken will, so buffen, sondern ich will das einfach so hier mit Shift 5 machen können. Und dann kann ich die dann direkt auswählen. So. Dann bleiben wir gleich mal auf dem Parler und gucken uns das darüberliegende an. Nämlich R, T, G, Shift E, Shift R und Shift G. Also. Auch das ist bei allen Chars im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Das sind vor allem Heilungen oder Cooldowns oder PvP-relevante CCs zum Beispiel, ein Slow oder ähnlicher Kram. Hier auch noch Gottesschild und Handauflegen mit dabei. Also solche Geschichten sind bei mir quasi über der normalen Leiste mit R, T, G, Shift E, Shift R und Shift G belegt. Das heißt, ich kann es im PvP zum Beispiel, R ist ja relativ leicht zu erreichen mit dem Zeigefinger, wenn ich jetzt mit W laufe, kann ich einfach, wenn ich merke, okay, oh, ich krieg aufs Maul, drücke ich kurz auf R und alles ist wieder tutti. Brauche ich nicht erst gucken, wo ist meine Fähigkeit und drücke einfach nur auf R. Ich kann direkt mit T mich heilen, auch kein Problem. Da brauche ich nichts klicken, kann ich einfach draufdrücken und dann ist gut.
Ich kann mit G meinen Gegner einfach mal eben stunnen. Beim Vorbeigehen brauche ich auch nicht groß überlegen. Einfach zack und dann ist er gestunt. Gleiches kann ich machen mit dem Shift E. Da muss man sich einfach so ein bisschen einspielen. Das ist halt wirklich Einspielungssache. Mit Shift E kann ich jetzt sagen, okay, es klackt slow. Ich habe die Maus überhaupt nicht bewegt. Hat einfach funktioniert. Ich kann auch meine Bubble ziehen, zack, ohne was zu klicken, gar kein Thema. Gleiches kann ich mit Handauflegen machen. Also auch das ist sehr, 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 sehr easy. So, vielleicht das erstmal so von der Logik her. Auch das ist übrigens wie gesagt bei allen Chars gleich. Wir locken mal um, nochmal. Nehmen wir mal den Mönch jetzt hier, hat mir jetzt noch gar nicht gezeigt. Dass ihr auch nochmal hier seht. Ne, 1, 2, 3, 4 und auf der 5 ist unser AOE hier. Gut, der rauschende Jadewind ist theoretisch auch ein AOE, aber jetzt nicht so, sagen wir mal, der ist auch Single-Target sinnvoll. Deswegen liegt er eben auf der 4, auf der 5 die Furo-Fäuste. Wie gesagt, das ist bei allen ziemlich gleich. Und hier habe ich eben auf T, habe ich einen Heal. Der Heal ist immer auf T. Immer bei jedem Char ist der Heal auf T, das ist eine Angewohnheit. Ihr könnt es auch anders belegen, aber so mache ich das halt. Auf R habe ich jetzt hier den Slow beim Mönch, weil ich halt gerne vorbeigehen und einfach mal R drücke. Ja, zack. Brauche ich nichts groß machen, ich brauche nichts klicken und kann einfach schnell durchslowen und so weiter. Gar kein Thema. Dann habe ich auf G. Ich hätte jetzt theoretisch auf G ein Single-Target-Stun, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass der Monk keinen Single-Target-Stun hat. Deshalb habe ich hier auf G meine Berührung des Todes. So, ne? Shift E ist mein, ist ja beim Paladin der Slow. Beim Monk habe ich da Paralyse hingezogen, zack. Also wie gesagt, das sind so vor allem im Bereich PvP relevante Geschichten und der Heal auf T, ganz, ganz wichtig. So, noch mal theoretisch sich auf Monk bleiben, weil der Rest nämlich hier ganz gut zu sehen ist. Und zwar hat noch einen Fehler entdeckt, warte mal. Hat noch einen kleinen Fehler entdeckt. So. Verzeihung. Also. Wie geht's hier weiter jetzt? Also wir bleiben mal in der oberen Leiste. Wir haben dann hier F. Und wir haben dann hier diese Taste, die links neben der 1 ist. Also. Es ist so. F ist bei mir die Movement-Taste. Ich habe, wenn ein Charakter, wenn eine Klasse ein Movement hat, zum Beispiel der Monk hier, diesen Wurstler, habe ich das immer auf F gelegt. Schon die ganze Zeit, das ist also eher eine Gewohnheitsangelegenheit. So, jetzt habe ich ganz vergessen. Achso, genau, also F ist immer bei mir auf quasi die Movement-Taste, wie gesagt, das ist einfach eine pure Angewohnheit. Müsst ihr nicht so machen. Ich komme da einfach gut hin mit dem Finger. Das ist auch so ein bisschen ein Handfeeling quasi, ne? Wo man jetzt schnell mal hinkommt mit den Tasten und so weiter, mit den Fingern. Auf F ist einfach so drin bei mir, dass ich dann wenn ich irgendwie weg muss oder schnell irgendwo hin will, auf F drücke. So, das gleiche gilt auch für den Kick. Denn die Taste, die links neben der 1, ich habe leider vergessen, wie die heißt, das ist bei mir immer der Kick. Sofern denn die Klasse einen Kick hat. Der Hexer hat natürlich keinen Kick, aber der hat da was anderes liegen. Das heißt, ich kann, weil dort einfach die Hand immer liegt, kann ich ganz, ganz schnell kicken. Ich kann mittlerweile, weil er so gut drin ist, kann ich so schnell kicken, dass die Leute glauben, ich hätte da irgendwie einen Kickbot oder so einen Scheiß. Habe ich aber nicht. Also ich drücke einfach nur drauf, zack, gekickt. Gar kein Problem. Beim Priester wäre hier zum Beispiel dann der Silence drauf. Beim Hexer weiß gar nicht, was ich da habe. Ich glaube, da habe ich den Stun von dem Pet oder so. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall, da ist immer irgendwas mit Anti-Caster quasi. Also ein Kick oder ein Silence oder sowas, ne? So. Die Taste hier, Y. Ich schiebe da mal kurz die Gildenbank hin. Y ist jetzt hier beim Monk nicht belegt. Das hat den Hintergrund, dass auf Y immer die PvP-Insignie ist. Bei jedem Charakter. Der Monk hat leider keine, weil ich noch nicht im PvP war. Aber da wäre jetzt die Insigne. Zeige ich euch gleich mal auf anderem Char. Auf X ist immer die Volksfähigkeit. Einfach immer. Bei jedem Charakter. So. Die anderen beiden hier, die lasse ich mal ganz kurz außen vor. Wir loggen mal um auf einen anderen Char. Mal kurz. Wir nehmen mal den Hexer nochmal, genau. Beim Hexer sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da macht das Sinn. So. Lalalala.
Hier seht ihr das auch. Auf Y ist immer die Insignie, auf X ist immer die Volksfähigkeit. So, auf V ist in Buff bei mir. In dem Fall eben die diese unendliche Atem. Beim Todesritter ist dort zum Beispiel wie heißt das? Eisige Pfade. Und auf Shift V ist bei allen Charakteren, sofern sie ihn denn schon mal gehabt haben, der Gesundheitsstein. Das ist auch so eine Angewohnheit. Shift V drücke ich einfach so, wenn ich merke, dass ich low life bin, also lege ich da eben den Gesundheitsstein hin. So. Also ihr merkt schon so ein bisschen, es ist auch alles eine Eingewöhnungsfrage. Ich gebe euch quasi, oder ich versuche euch nur so eine Idee zu geben, wie man das Interface irgendwie logisch aufbaut. Für mich ist halt immer wichtig, dass es bei allen Chars annähernd gleich ist. Und das funktioniert, in der Regel funktioniert das wirklich gut. So, dann haben wir noch gar nicht über die Alt-Tasten geredet. Also wir haben ja hier Alt 1, darunter Alt 2, schräg drüber Alt 3 und darunter wieder Alt 4. Das liegt daran, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, ich kann die 6, die 7 oder Shift 6, Shift 7 nicht drücken. Das ist einfach nicht möglich, technisch für mich, auch weil mein Mikro hier vor meiner Fresse steht. Deshalb habe ich die Alt-Tasten belegt. Alt 1 bis Alt 4. In der Regel habe ich hier Dev-CDs liegen. Also Alt 1 ist in der Regel ein Dev-CD, beziehungsweise sowas wie ein Segen der Freiheit. Ne? So, zack, Alt 1 gedrückt und alles tutti. Auf Alt 2 ist, sofern vorhanden, auch immer ein Dev-CD. Jetzt beim Hexer sieht man das ganz gut. Ja? Wir können mal umloggen. Muss ein bisschen hin und her gehen hier. Ich will euch einfach zeigen, dass das wirklich bei allen Klassen oder ja, doch bei allen Klassen annähernd gleich gut funktioniert. Mal hier auf den Druiden gerade. So. Hier beim Druiden ist es ein kleines bisschen anders. Der hat nämlich nur einen Dev-CD, den habe ich hier auf Alt 2 gelegt. Und auf Alt 1 ist der Off-CD. Ne? Also ich mache es nicht immer exakt gleich. Aber in der Regel sind Alt-Tasten die Cooldown-Tasten. Ob jetzt Off-CD ist oder Dev-CD ist erstmal zweitens. Ne? Hier ist auch der Gesundheitsstein. Hier ist auch bei Y die Insignie. Bei X ist die Volksfähigkeit. Pipapo. Ne? Auf V habe ich jetzt hier zum Beispiel den Blink drauf. Das ist eine Angewohnheit von mir, dass der da ist. Das ist einfach. Das ist aber eher random, was hier liegt. Das ist eher random. Meistens so eine Spezialfähigkeit oder ein Spezialbuff oder sowas, ne? So. Übrigens beim Droiden habe ich hier auf F die Katzenform oder ein Katzenform-Makro. Das zeige ich euch dann später im dritten Teil, wo es um die Makros geht. Das heißt, der hat ja keine richtige Movement-Taste bei mir. Weil die Movements sind ja hier unten die Sprints, die haben aber zu lange Cooldown. Das heißt, hier habe ich auf F quasi, kann ich in Katzengestalt raus und reingehen. Oder Shift F kann ich Fluggestalt machen. Und kann die auch im Flug ändern. So. Oder kann auch im Flug in die Katzengestalt switchen. Zack. Und so weiter. Ne? So. Und das war's. Also, Alt 1 bis Alt 4. Wie gesagt, Alt 4 ist in der Regel gar nicht mehr belegt, wenn es nicht notwendig ist. Dann haben wir hier hinten nur noch die letzte Reihe und die, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ist bei allen Charakteren auch exakt gleich. Wir haben bei allen Charakteren hier die Gildenbank, auf U ist das Transmog-Mount, weil ich das recht häufig benutze. Auf Z ist das normale Mount, ihr wisst, Z ist meine Mount-Taste. Wer es nicht weiß, der weiß es spätestens jetzt. Dann haben wir hier immer noch den Ruhestein, den normalen und den Garnisonsruhestein. Der wird dann später in Legion ersetzt mit dem Dalaran-Ruhestein, den wir ja dann bekommen. Unten rechts ist immer mein Makro-Makro. Also, um das Makro-Ding zu öffnen, weil ich nicht dauernd eingeben will, / Makro. Ne? Und hier rechts oben ist, sofern vorhanden, immer der Retz. Ich zeige euch mal, was bei einer anderen Klasse dort rechts ist, die keine Retz hat. Beispiel jetzt hier der Hexenmeister. Lalalala. Der hat dort rechts einfach nur das Auge von Kirok. Also wenn die Klasse keine Retz hat, hat sie da irgendwas, was noch ins Interface rein soll. Ja. Denke mal auch relativ logisch. Und damit was noch zum Abschluss bringt, das normale Interface. Wir haben ja, habe ich ja eingangs auch schon mal erwähnt. Wir haben hier links und rechts nochmal Leisten. Leiste 3 und Leiste 4. Die sind halt einfach nur dafür da, um mal so Geschichten noch reinzupacken ins Interface, die wir hin und wieder benutzen, aber die einfach hier nicht mehr reinpassen, weil es zu voll ist. Beim Hexer eben Inschriftenkunde, Goblin-Ingenieur, Gildenbank habe ich hier doppelt, oder? Ach nee, die habe ich hier nicht reingezogen. Das ist ja interessant. Können wir eigentlich mal machen, ne?
Nochmal hier hinziehen. Hier jetzt Challenge Mode Port und so ein Kram, den man halt wirklich jetzt hin und wieder mal benutzt, aber jetzt nicht am Stück. Und diese bescheuerte Garnisonsfähigkeit ist hier auch, weil hier passt es einfach nicht mehr rein. Aber die fällt ja dann mit Legion sowieso endlich weg. Der Kack. Warum muss man das in der Leiste haben? Verstehe ich bis heute nicht. Naja, egal. So. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen logisch und nicht allzu kompliziert. Ich hoffe, ich habe es vernünftig rüberbringen können. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt es mir nochmal einfach in die Kommentare und dann versuche ich nochmal euch zu helfen, wenn ihr da Hilfe braucht. Ich hoffe, es war jetzt relativ eindeutig und logisch. Na gut, wir gucken uns eh nochmal ein paar Sachen dann gleich an im dritten Teil, wenn es um die Makros geht. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in WoW, wird auch in Legion sehr, sehr wichtig werden, wieder die Makros. Und ich zeige euch dann einfach mal, was ich so an Makros habe. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich und tschüss. So, herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil dieses Videos quasi. Es ist ja alles ein Video. Und jetzt geht's um die Makros. Zu den Makros muss ich euch direkt vorab eine Sache klar sagen. Ich werde jetzt nicht von jeder Klasse, jedes Makro, was es gibt, irgendwie zeigen und posten oder was weiß ich. Macht einfach keinen Sinn. Wenn ihr eine bestimmte Klasse spielt, dann gebe ich euch einfach nur den guten Rat. Guckt mal selber vielleicht, was ihr an Makros machen könnt, was Sinn macht. Übt euch da ein bisschen ein und guckt gegebenenfalls in die Klassenguides dann später, welche Makros bei welchem Spec quasi irgendwo sinnvoll sind. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen allgemein was zum Thema Makros sagen und ein paar Sachen vorstellen, die ich jetzt hier habe beim Heildruiden. Wir machen das alles jetzt hier am Beispiel des Heildruiden, weil der hat jetzt einfach auch die meisten Makros. Also, wir drücken hier unsere Makro-Schaltfläche an und kommen normalerweise in die allgemeinen Makros. Und ich habe jetzt hier erst einmal ein Trinket-Makro. Das ist dafür da, dass ihr euch, wenn ihr gerne benutzen Trinkets habt, also die quasi nicht procken, so wie dieses hier, was ich jetzt hier habe. Ich habe es hier, warte, dieses Anlegen, gewährt beim Treffer mit Schadensumme eine Chance, bla bla bla. Dafür ist das natürlich nicht da, aber wenn es ein Trinket wäre, was da heißt, benutzen, beschwört drei Bäume oder sowas, ne, dann wäre dieses Makro dafür gedacht. Das könnt ihr euch also in die Leiste ziehen, zum Beispiel jetzt hier auf X zum Beispiel, ne. Oh, warte mal. So. Zum Beispiel auf Shift-V oder wo auch immer hin ihr wollt. Und ihr müsst dann nicht ständig, wenn ihr ein neues Trinket bekommt, das wieder neu in Leiste reinziehen. Es wird einfach automatisch übernommen, weil er sucht sich quasi das, was auf dem Slot 13 ist. Darüber steht Raute Shoal Tooltip, um einfach immer zu sehen, okay, was ist das eigentlich, was hier liegt. So, das mal so ganz allgemein. Das könnt ihr genauso auch machen mit der Insignie zum Beispiel. Wobei, gut, das ist ja jetzt... Na gut, es ist das ehrenhafte Medaillon, das geht jetzt nicht mehr in Legion, aber das ging bisher, konnte man also auch machen. Dann habe ich mir den Gürtel und den Umhang als Makro geschrieben. Damit ich nicht ständig, wenn ich als Ingenieur diese Verzauberung draufkloppe, hier diese Stiefelverzauberung oder den Gleiter, warte mal, kann ich auch mal zeigen. Wenn ich jetzt ein neues Item bekomme, müsste ich mir normalerweise immer das draufzaubern und dann das Item in die Leiste reinziehen, so. Und damit ich nicht immer das Item rausziehen muss, habe ich mir Makro geschrieben für Umhang. Das wäre hier Use 15. Und für Gürtel wäre jetzt hier Use 6. Die Liste gibt es irgendwo im Internet, müsst ihr mal gucken, welches Item, welcher Slot ist. Und da müsst ihr nicht ständig das hier einfach abändern. So, und dann halt noch das allgemeine Makro, um das Makromenü zu öffnen. Gut, klar, ne? Denke mal logisch. Diese Makros, hier die bei allgemeinen Makros stehen, die sind für alle Charaktere auf dem jeweiligen Realm. Gleichermaßen nutzbar. Ihr habt halt nur eine begrenzte Anzahl an Makros, wobei ich glaube, die wurde auch jetzt mit Legion angehoben, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir Makros von, und da steht dann immer euer Charaktername drin. In dem Fall jetzt mein Alatos, hier mein Heildruide. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich persönlich heile mit Mouseover. Das bedeutet, ich habe hier jetzt nicht auf den Tasten 1, 2, 3, 4 und 5 die normalen Heilzauber, sondern ich habe mir diese Heilzauber als Makro geschrieben. In dem Fall ist es jetzt hier ein Mouseover-Exist-Makro. Ich will es gar nicht so sehr ins Detail gehen. Im Prinzip, das Makro hier checkt ab, okay, gibt es ein Mouseover? Und wenn ja, dann casten wir es aufs Mouseover, also das, was quasi unter unserer Maus liegt. Kann es ihm hier blühendes Leben geben.
Obwohl ich habe nicht angeklickt, ne? Oder ihr hier. Wenn es kein Mouseover gibt, dann macht ihr das, was hier steht. Upsala. Blühendes Leben. Wenn es kein Mouseover gibt, dann geht er quasi eine Zeile nach unten und guckt dann, okay, was soll ich denn tun, wenn jetzt kein Mouseover da ist? In dem Fall, wenn ich jetzt also meine Maus irgendwo hinlege, wo jetzt nichts drunter ist, dann caste ich es einfach in dem Fall jetzt auf mich selber. Oder auf mein Ziel. Ja? Er bevorzugt das Mouseover. Deswegen steht auch das Mouseover hier oben als erstes. Er bevorzugt immer ein Mouseover. Ich kann also irgendwen im Target haben, zum Beispiel, nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier der Tank, den ich meistens hier am Target habe. Dann kann ich jetzt ihn ganz normal hotten, ohne ihn ins Mouseover zu nehmen. Und jetzt stelle ich fest, oh nein, unser DD, der kriegt gerade Damage. Gar kein Problem, ich muss das Target nicht wechseln. Ich gehe einfach mit der Maus im Gruppeninterface auf den Spieler, der gerade Damage kriegt, und drücke dann auf den Heal, den er bekommen soll. Ne? Gar kein Problem, ich kann hier also einfach, lustig wie ich bin, heilen mit all meinen Fähigkeiten. Gar kein Thema. Dafür ist es eben da. Und da habe ich noch einen Modifier. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Makros schreibt, die normale Standard-Blizzard-Belegung ist im Prinzip folgendes. Wenn ihr Alt drückt, während ihr einen Cast zaubert, dann wirkt ihn auf euch selbst. Wenn ihr diesen Zauber aber in ein Makro reinschreibt, dann geht das nicht mit Alt. Dann ist dieses Standard quasi von Blizzard überschrieben. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das beibehalten wollt, und ich möchte das zum Beispiel, müsst ihr immer diesen Modifier Alt extra reinschreiben. Das heißt, das hier, die letzte Zeile, sorgt nur dafür, dass das, was Blizzard standardmäßig drin hat, auch weiterhin gilt. Ja, wenn ich es rausnehme, kann ich mit Alt nicht mehr heilen, mich selber. So. Gut. So viel vielleicht mal dazu. Warte mal, haben wir noch irgendwas anderes Wichtiges? Ah ja, das ist auch ganz lustig hier. Das ist ein Cast-Sequenz-Makro für das Mondfeuer, weil der Druide, also die Eule, wir müssen da halt dafür erstmal umspecken kurz, die hat ja jetzt in Legion wieder Mondfeuer und Sonnenfeuer und ich mag es nicht, diese Fähigkeiten doppelt oder dreifach in der Leiste zu haben. Deshalb habe ich mir ein Cast-Sequenz-Makro geschrieben. Ihr müsst das nicht tun. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Sinn macht in Legion. Das muss ich selber dann testen. Aber, dass ihr es mal gesehen habt, das Cast-Sequenz-Makro macht Folgendes. Es hat eine Reset-Zeit von 2. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo drauf drücke, auf mein Makro hier, und mache danach nichts damit, wird es sich nach 2 Sekunden wieder resetten. Ansonsten würde es quasi Mondfeuer und danach Sonnenfeuer in dieser Rotation immer wieder switchen. Ich zeige euch das mal eben. Mondfeuer, switcht dich automatisch um in Sonnenfeuer. Und wenn ich zu lange brauche, dann geht's zurück zum Mondfeuer. Ne? Sonnenfeuer, Mondfeuer. Sonnenfeuer, Mondfeuer. Kann ich also einfach diese Rota durchhämmern auf einer Taste und brauch's nicht doppelt in der Leiste haben. Wie gesagt, ihr müsst selber gucken, ob das dann in Legion so Sinn macht, wie ich das hier mache. Bei mir ist es so, der Druide ist nur ein Twink und da muss ich jetzt nicht jedes Prozentchen rausholen. Deswegen habe ich es mir einfach hier ein bisschen leichter gemacht. So, geht auch mit anderen Dingen, könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. So, noch irgendwas, das habe ich schon erklärt vorhin, das ist hier also, wie gesagt, mein Fluggestalt-Makro quasi, Fluggestalt raus, Fluggestalt rein, oder Katzengestalt, Fluggestalt mit Shift, da ist halt einfach so ein Modifier drin mit Shift, also wenn ich quasi auf F drücke, und nichts dazu, also No-Mod, dann macht er die Katzengestalt. Wenn ich dazu Shift drücke, hier Modifier Shift, dann geht er in die Reisegestalt. Das ist ganz, ganz witzig, um einfach schnell, flexibel und dynamisch die Gestalten mal zu switchen. Gerade beim Leveln, glaube ich, ganz interessant. Ja. Ansonsten könnt ihr natürlich eure normalen Makros schreiben, so wie bisher auch. Also ihr könnt natürlich solche Geschichten machen wie slash cast und dann macht ihr eure zum Beispiel ein Burst-CD und dann euer Schmuckstück mit rein, wenn es benutzbar ist oder eure Klassenfähigkeit, was weiß ich. Also alles Mögliche. Ihr müsst immer nur dabei bedenken, ihr könnt in einem Makro immer nur einen Global Cooldown einbinden. Also ihr könnt nicht mehrere Globals machen mit einem normalen Makro, das geht nur mit einem Cast-Sequenz-Makro. Ja, also das heißt, wenn ihr jetzt 3 Fähigkeiten reinschreibt, die haben alle denselben Global Cooldown, dann wird immer nur die allererste dieser Fähigkeiten benutzt. Und deswegen also immer gucken, was hat Global, was hat kein. Die meisten Fähigkeiten haben ja leider ein Global. Ja? Aber ich kann zum Beispiel hier, seht ihr ja gerade, das Schleichen hat kein Global,
Ja, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch mir ein Makro schreiben, zum Beispiel Schleichen könnte ich mir reinpacken und was weiß ich, den Sprint oder so. Der hat auch kein Global. Dann würde er das gleichzeitig aktivieren. Wäre also theoretisch kein Problem. Ja. Was ich aber auch machen kann, ich kann mir zum Beispiel ein Makro schreiben, das ist interessant für Druiden, die Schattenmimik hat kein Global, die Reisegestalt aber schon. Das heißt, ich könnte jetzt, ich zeige das mal ganz kurz, wir machen mal ein Makro, nehmen wir es mal Test. Immer Raute Show Tool Tipp /cast/cast. So, und dann könnt ihr jetzt hier ins Fähigkeitenbuch reingehen und wir sagen jetzt mal, wir wollen gerne zuerst einmal Schattenmimik casten, um aus dem Kampf zu kommen und direkt im Anschluss die Reisegestalt. So. Zack. Jetzt haben wir das hier in einem Makro. Das müsste also jetzt funktionieren, wenn ich es also als andrücke, sind wir quasi unsichtbar geworden, kurz und sofort in der Reisegestalt. Das hat den Sinn, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel im Kampf seid oder Horde greift euch an und ihr könnt in diesem Gebiet fliegen, drückt ihr aufs Makro, seid sofort aus dem Kampf und könnt wegfliegen. In einem Rutsch. Ist eine spannende Geschichte, könnte man sogar sich hier reinziehen eigentlich. Ist gar nicht mal so dämlich, glaube ich. Also solche Geschichten könnt ihr machen, kann ich wie gesagt nur empfehlen. Makros erleichtern einfach das Spiel und erleichtern euch auch die Leisten, weil ihr dann einfach weniger Kram in Leisten habt, den ihr eh nicht braucht oder der so ein bisschen random nebenbei mitläuft. Aber wie gesagt, guckt euch das selber bitte an bei den Makros. Ich persönlich bevorzuge eigentlich möglichst wenig Makros zu benutzen. Macht auch jetzt mit Legion Sinn, weil wir hatten zum Beispiel zu WoD relativ viele Klassen, die mehrere Off-CDs zusammen laufen lassen konnten oder so. Oder hat man das alles so zusammengewurstelt in einen Makro. Das ist ja jetzt eh weggefallen. Also die meisten Klassen haben gar kein Off-CD mehr oder nur einen. In Legion wird man kaum noch Makros brauchen, vermutlich. Höchstens dann im PvP. Da kann ich euch auch nochmal fixen Makro zeigen beim anderen Char. Warte mal. Ja, hier den Krieger. Das sind zwar jetzt noch, glaube ich, ein bisschen ältere Makros, aber die gehen natürlich trotzdem. Genau. Ich habe hier dieses Charge-Makro, das habe ich schon mal in der Klassenvorschau gezeigt. Kann ich euch aber nochmal an der Stelle kurz nochmal kurz erwähnen. Ihr seht, ich habe noch nicht bei allen Chars mein Interface richtig eingestellt. Das mache ich nochmal bei Gelegenheit. Aber das sind so Charaktere, die ich fast nie spiele, jetzt zumindest in letzter Zeit. Und also das Interface erstmal egal. So, also das Makro, /Makro, das Makro ist folgendes, und zwar ist es dieses hier, gut, okay, das ist Furor-Krieger, das heißt, die Kniesinne können wir jetzt hier rausnehmen, so, Fokus Arena 1, das heißt, mit diesem Makro kann ich jetzt, wenn ich Arena spiele, sagen, okay, ich möchte jetzt ein bestimmtes Arena-Ziel 1, 2 oder 3 automatisch im Fokus haben. Dann habe ich hier Cast Sturmangriff, Cast Blutdurst und Cancel Aura Klingensturm. Also der Sturmangriff hat keinen Global mit den anderen Fähigkeiten. Das heißt, ich kann also hier einfach sagen, okay, anstürmen und direkt danach, pam, mache ich hier meinen Blutdurst. Ja, kann ich also relativ easy miteinander kombinieren. Und dann spare ich mir quasi einen Sturmangriff, den ich nochmal extra in Leiste zu haben. Oder eben den Blutdurst extra in Leiste zu haben. Theoretisch. Ne? So. Und was ich eben machen kann, ich kann hier den Klingensturm aktivieren und merke, oh nein, ich muss jemanden kicken, also schnell ran und kick. Kann also mit diesem Makro auch den Klingensturm direkt abbrechen. Aber das sind so Details, da müssen wir dann wirklich mal ordentliche Guides machen zu den einzelnen Klassen und dann nochmal auf die Makros eingehen. Ich wollte einfach mal so ein bisschen allgemein was zu den Makros sagen und auch mal zeigen, so ein bisschen, was da machbar ist. Ja. Wie gesagt, guckt euch dann mal die Guides an, wenn sie dann irgendwann draußen sind, entweder bei mir, wenn ich Guides mache, weiß ich noch nicht. Ich mache auf jeden Fall einen Guide zum Demon Hunter, aber bei anderen Klassen bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Halt in den Foren oder gibt ja genügend andere YouTuber, die da auch Guides machen zu den richtigen Klassen. Und die sagen euch dann schon, was ihr für Makros haben solltet. Aber eben, ihr könnt auch selber welche schreiben, euch selbst was ausdenken. Und ich sage immer, einfach mal probieren. Probieren ist besser als studieren in dem Falle. Ja. Und was ich nicht probiert habe, kann ich auch nicht benutzen. Jedenfalls nicht so richtig. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war hoffentlich auch aufschlussreich. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare.
Bitte nicht per PN, das sehe ich immer nicht. Und ich sage immer, wenn jemand Fragen hat, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann können es auch die anderen sehen und dann müssen die nicht gucken oder nochmal extra fragen. Ne? Macht es ein bisschen einfacher. Und ihr wisst ja, soweit es mir Menschen möglich ist, werde ich auch auf die Kommentare auch immer antworten, wenn es was darauf zu antworten gibt. Und ja, genau. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Haut rein und tschüss.